So, hallo zu Rock'n'Roll Racing. Ja, ich sag es extra langsam, weil bei der letzten Aufnahme hat es sich irgendwie angehört wie ein abgewürgtes Eichhörnchen mit Lala Racing. So, ich hab gestern mal nachgeguckt und gemerkt, die Sache ruckelt doch ein bisschen arg, was ich eigentlich nicht verstehen konnte. Ich habe jetzt mal ein paar Einstellungen geändert, habe dann auch mal ein paar Probeaufnahmen gemacht, läuft jetzt alles viel besser. Ich hoffe mal, das klappt jetzt dann auch mit dieser Aufnahme. Ansonsten bin ich mir ganz sicher, dass Camtasia mich verarschen will. Naja, wir werden es ja bald wissen. So, gleich mal unser neues TÜV. Ach, Scheibenglas, was kommt davon, wenn man die ganze Nacht die Game Boy Advance Version spielt, wo die Tasten wieder anders belegt sind mit dem Gas? Naja, das soll uns ja hier keinen Abbruch machen. Hier kommen auch so ans Ziel. Hey, da ist er am dünnsten, ja. Was habe ich gerade gemeint? Ach ja, genau. Ich habe ja heute Nacht die Game Boy Advance Version mal ganz kurz durchgezockt. Auf Easy natürlich. Ansonsten schafft man das nicht in einer Nacht. Und da ist mir wieder eingefallen, dass ich nicht mehr weiß, ab welchem Schwierigkeitsgrad man eigentlich alle Planeten bekommt. Beziehungsweise auch das letzte Auto, was man erst ab der Eiswelt kriegt, den letzten Planeten, wenn ich es noch richtig weiß. Ja, das letzte Fahrzeug ist dann nämlich ein Luftkissenauto, wenn ich es noch richtig weiß, mit wärmesuchenden Geschossen und auch Teilnehmern. Ja. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob man das jetzt erst ab Stufe normal bis schwierig kriegt vom Durchspielen her oder ob man das beim zweiten Mal Durchspielen erst erreichen kann. Wir werden es ja sehen. Auf jeden Fall, es lohnt sich, wenn man es selber spielen tut, auf dieses Ziel hinauszuarbeiten. Denn diese Karten rücken verdammt gut. Irgendwie brauche ich heute wirklich verdammt lange, um auf den Punkt eines Satzes zu kommen. Muss ich wohl mehr Kaffee trinken? Könnte wahrscheinlich damit zu tun haben, dass sie mir die ganze Nacht um die Ohren gehauen haben mit Rock'n'Roll Racing und dem Let's Play von Room G, der Mega Man gezockt hat. Ich kannte das Ding zwar schon, aber ein gutes Let's Play kann man sich immer wieder angucken, finde ich. Bringt ja keinen um. Okay, sein Channel bringt Menschen um. Hat er ja auch gestanden. Jawohl, erwischt. Na, mein kleiner Prinz, ach, ich fahr da dann. Ja. Ich habe doch heute Nacht geübt. Ich fahre hier gerade wieder einen Scheiß zusammen. Das ist nicht feierlich, was ich hier betreibe. Ja, aber egal, solange ich in ein Ziel komme. Ach, schade. Da, ich habe ein paar Geschenke für dich, die du nicht haben wolltest, du undankbarer, ja, lila Typ. Lila, Wie könnte ich den jetzt beschimpfen? Du Brombeerer. Ja, du Brombeerer. Das ist doch ein guter Name. Lassen wir dem gleich mal ein paar Minen da. Das kann dem ja nur gut tun. Klasse Aktion, die einzigste Landmine weit und breit und ich setze mich da rein. Das habe ich mal wieder gut gemacht. So, jawohl. Ach ja, genau.
Schaut mal da oben hin. Wir brauchen jetzt 2100 Punkte. Und wir fahren jetzt 12 Rennen pro B und A. Also Liga B und A. Das heißt, wir haben viel, viel zu tun. Turbo, das wäre eigentlich auch okay. Ja, und wie ihr sehen könnt, wir haben keine Reifen mehr, denn Kettenfahrzeug. Finde ich gut, dass sie das so bedacht haben. Wäre ja auch sinnlos, wenn man Kohle für Reifen rauswerfen würde bei einem Kettenfahrzeug. La 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 la. Gib Stoff, mein Glaner. Die Dinger haben eigentlich eine irre gute Bodenhaftung, wenn sie nicht gerade über diese Öl-Wasser-Schlag-mich-tot-Pfützen fahren würden. Ich habe es heute noch nicht rausgefunden, ob das jetzt Wasser sein sollte oder sonst was. Wahrscheinlich Spülwasser vom letzten Abwasch mit viel Seife drin. Weil sonst könnte ich mir nicht erklären, dass wir solche Effekte erzielen. Ja, ich nutze das immer ganz gerne mal aus, um blindlings durch die Landschaft zu ballern. Da trifft man oftmals mehr als man denkt. So, ein paar kleine Minen. Man möchte ja nicht herzlos sein, die brauchen ja auch was zum Spielen. Ist irgendwie so einsam hier vorne, immer auf dem ersten Platz. Sollte sie vielleicht zum Spielen einladen. Andererseits, die sind dann immer so stürmisch und wollen mir ein paar Raketen schenken. Nee, muss auch nicht sein. Nee, nee. Ach, scheiß die waren dann. Und wie zielsicher ich wieder über jeden Haufen Bargeld springen kann. Meine Güte. Ja, hier liegt das Geld auf der Straße. Da scheiße, dass ich zu faul bin, es aufzuheben. Ja. Also hier kann man eigentlich richtig gut Kohle machen. Jetzt weiß ich halt nicht, ob nach dieser Welt schon Schluss ist oder nicht. Darum spare ich mal so gut es geht. Weil das nächste Auto, das will ich dann haben. Falls wir weiterkommen. Aber ich glaube, das war dann doch wirklich erst in der Stufe hart. Falls das so sein soll, würde ich es irgendwann mal nachspielen. Und solange einfach mal das Let's Play vorerst als beendet abtun. Das kommt man sozusagen als Zusatz dazu. Weil es dauert dann eine ganze Weile, bis man es nachgespielt hat. Ja. Viel Gerede für, da kommt vielleicht noch irgendwann mal was. Keine Panik. Ist doch schön, oder? Besser zu viel Information als zu wenig. Lalalalalala. Die verteilen ja ganz schön viele Minen. Ach, schade. Der einzige Nachteil bei diesen Teilminen ist, dass sie zeitlich begrenzt sind. Das Problem hat man halt mit den normalen Minen nicht. Und natürlich mal wieder keinen getroffen. Ich bin ja so ein Held. Es ist die Frage, habe ich den erwischt? Und wenn ja, warum kriege ich dann keinen Bonus dafür? Also habe ich ihn nicht besiegt. Schade. Ja, ihr seht, wir sind jetzt einmal um den... ja, im Kreis gefahren und schon ist die Mine weg. Bringt einem Himmelstürmer wie mir also eher weniger, aber ja. Je nachdem, wo man landet, man kann sich ja auch ganz, ganz schnell wieder im Abgrund finden und ist dann froh, wenn man ein paar Minen zur Hand hat. Ach du liebe Zeit, hier haben sie ja wieder gut verteilt. Und wie fair alles ist. Ich meine, okay, mir soll's recht sein. Ich bin ja nicht direkt vor einer Mine gestanden. Ich habe gerade eben noch von Abgründen geredet und munter alles verballert, was ich hatte. Das passt ja mal wieder.
Eieiei, und überall klappert und scheppert es. Und da sollte man sich nochmal die Frage stellen, warum ich Super Mario Kart nur mit einem Lächeln beäuge. Ich meine, ich hatte das Game zwar auch und auch oft gespielt, aber Rock'n'Roll Racing, das ist einfach eine Königsdisziplin. Also dagegen kann der kleine Spielzeugklempner nicht anstecken. Kann es noch so knuffig und und Wii und Luigi und überhaupt sein. Ja, das Schöne an diesen Minen ist, man kann sie auch im Flug abwerfen. Das heißt, Bombenangriff. Ja, das ist eine schöne Sache. So macht das doch Spaß. Lalalalalala. Eigentlich ist Ikari ja gar nicht mal so übel, so von der Optik her. Wobei das Batmobil hat mir einen Ticken besser gefallen. Dann wiederum allerdings auch wieder nicht. Ich meine, die Rückseite von dem Auto sieht verdammt gut aus, aber diese Käseglockenoptik vorne, musste nicht sein. Ja, theoretisch könnte ich mich jetzt hier dumm und dämlich kaufen. Tue ich aber nicht. Nee. Da spare ich lieber. Am Ende komme ich noch weiter. Und was mache ich dann ohne Geld? Ja, eben. Wobei, wenn ich es noch richtig weiß, danach käme dann, falls wir weiterkommen, eine Wüstenwelt, wo das Auto auch erst das Nonplusultra ist. Und danach erst in die Eiswelt. Ja, also es könnte auch sein, dass ich jetzt gerade total einen Mumpitz erzähle von der Aufteilung her. Es ist halt schon ewig lang her. Ich war jetzt eigentlich auch der Meinung, dass wir auch im Normal, nicht normal als im Anfängermodus dahin kämen. Vielleicht haben sie das einfach auch bei der Gameboy Advance Version weggelassen. Ich kann es nicht sagen. Ah ja, ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie so eine Mine aussieht, wenn sie sich teilt. Was allerdings schön und unschön gewesen ist, man hat es an mir gesehen. Und die Dinger hauen gut Schaden rein. Ja. Da, 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 da. Ich hab doch Nichtraucher bestellt. Ach, ist das schlimm. Aber noch ein Powerpack abgegriffen. So macht das Laune. Also die Essenssteuerung ist ein Traum. Also wenn ich mal überlege, was ich heute Nacht für einen Frust gehabt hatte mit dem Game Boy Advance Ableger. Da hat man einfach mal zwischendrin aufgehört Gas zu geben, hat eisern ignoriert, dass ich irgendwelche Tasten drücke für die Waffen und solche Scherze. Teilweise habe ich wirklich den Knopf bis unter das Plastik durchdrücken müssen. Nur damit er mal endlich erkannt hat, ach Moment mal, der drückt ja einen Knopf, das soll dann mal reagieren. Ja, also da ist mir das Original-Game doch lieber. Hey, das macht Laune. Flop. Ja, hier kommt man am besten mit dem Turbo drüber. Nur scheiße, wenn man Holl heißt und alles einmal gleich zu Anfang an verbraten muss. Dafür gehe ich mich jetzt eine Runde schämen und steige erst im nächsten Rennen wieder ein.